muss jetzt schnell arbeiten, sonst ist es kurz 5 gegen 3. Hilfels, Wismann. Hilfels. Warten auf die Gelegenheit, da wäre sie. Miska, da ist das Tor. Da ist das Tor. Freddy Tiffels mit dem 1:0 für die Eisbären. Hat er auch seine dabei. Da ist der Schuss und da ist das 1:1 durch Samuelsson. Samuelsson, hier kommt die Situation noch einmal. Bringt da den Puck nicht richtig raus. Die Reihe um Heim und Co. Und jetzt hier abge. Hier und da mal was zu sagen, aber hier schlafen sie, die Straubinger. Also es ist ein Spiel. Der Storkhand-Save von Hildebrandt. Wieder Bradley. Braun wartet. Bradley. Und jetzt hat er das Tor. Straubing. Die Scheibe tief. Wollen wechseln. Müller. Und da ist die Gelegenheit. Und das 3:2 durch Bronhuber. 19 Sekunden noch. Straubing nah dran vor dem Dreier hier. Achtung, da ist nochmal die Schusschance. Und dann ist der Puck im Tor. In der 60. Minute. Hier nochmal der Schuss von Föderl. Dann kriegt er den fast ins Gesicht und irgendwie den Shootout bekommen. 2 Sekunden noch und das dürfte es gewesen sein. Ja, 3:3 nach das Punkten. Also Straubing kann jetzt Berlin nicht mehr überholen mit einem Sieg. Aber schauen wir mal, wer die 2 kriegt. Nöbels bleibt hängen. Auch hier Miska. Unglaublich erfahrene Ex-NHL-Profi. Und macht ihn! Da ist das Tor für Straubing. Das heißt, an die Tigers. Wartet und kriegt ihn dann unter. Und jetzt muss Föderl treffen. Weite Kurve, Leo Föderl. Und macht ihn! Aber sowas von locker. Die beiden wollen es einfach nicht entscheiden. Im Spiel kann hier alles klar machen. Tim Brunhuber. Und der macht es. Und was für ein Gerät. Genau gezielt, genau getroffen. Straubing nimmt den Extrapunkt mit. Tim Brunhuber. Tim Brunhuber, der ja vermeintlich schon das Game-Winning-Goal erzielt hatte, der jetzt hier tatsächlich das Ganze entscheidet mit einem super verwandelten Penalty. Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.